hier ist der DWZ Newsroom, heute mal nicht aus dem Studio, sondern mit Karin Klages in der Beachbar. Hallo. Hi. Wir haben uns mal, wir haben die Chance mal genutzt, hierher zu kommen heute am ersten Öffnungstag. Aber wir wollen nicht nur über die Beachbar sprechen, sondern über die Entwicklung an der Weser und vor allen Dingen über die Entwicklung am Weserufer entlang. Nicht nur Hameln, sondern auch der anderen Städte. Genau, in Bodenwerder ist nämlich was ganz Interessantes jetzt passiert. Die Stadt Bodenwerder hat das Strandhotel, die marode Immobilie an der Weserpromenade, jetzt endlich gekauft. Endlich, weil schon seit Jahren. Jahren, genau, ist das immer mal Thema gewesen und sie wollten halt das ganz gerne kaufen, weil das zur Neugestaltung der Weserpromenade ganz gerne mit hinzugezogen werden sollte und die Immobilie einfach marode war und es nie einen Käufer für gab und die Stadt war halt immer jahrelang interessiert und jetzt endlich hat es geklappt. Was kann sich denn die Münchhausen-Stadt Bodenwerder von vielleicht dem neuen Konzept hier in Hameln abgucken? Naja, so eine Beachbar ist ja immer eine Überlegung wert. Ne? Also erstmal geht es natürlich daran, dass dort jetzt dann mit dem Rückbau begonnen wird, dass dann die Weserpromenade an sich in mehreren Bauabschnitten angegangen wird. Und ich glaube mal, dann sind auch dort viele Möglichkeiten offen und eine Beachbar wäre sicherlich dort auch von Interesse. Also konkrete Pläne für irgendeine Nachnutzung gibt es noch nicht, oder? Nee, ganz konkrete noch nicht. Also es steht fest, dass die Weserpromenade neu gestaltet wird. Dort, wie die Details aussehen, welche Blume wohin kommt, das steht tatsächlich jetzt noch nicht fest. Für alle, die in Bodenwerder ein bisschen Beachfeeling haben wollen, die müssen wohl noch warten, ob sich da was tut. Das kann man noch nicht genau sagen. In Hameln ist es schon passiert, auch ziemlich überraschend schnell. Manchmal geht es dann schneller, als man denkt. Genau, manchmal geht es eben schneller, als man denkt. Und entlang der Weser macht sich das Konzept der Beachbar anscheinend gerade sehr beliebt. Es gibt zum Beispiel nicht nur in Hameln eine, auch in Rinteln und vielleicht dann auch in Bodenwerder. Das wird sich zeigen. Karin schreibt mehr über das Hotel. Über das Strandhotel, genau. Und über die Beachbar hier in Hameln, über die Eröffnung natürlich auch. Alles in der DWZ Samstagsausgabe. Morgen überall da, wo es Zeitung gibt oder mit dem Abo direkt in eurem Postkasten. Danke Karin und wir bleiben noch ein bisschen. Ja, hier. Wir bleiben noch ein bisschen. Ist schön. Schönes Wochenende. Tschüss.